And this is people, he's helping me to get the seminar going. Give him a hand, he's making this possible. So if you every now and then press the alle zulassen, I can concentrate on the seminar. Good, so what will we, Deutsch. Was machen wir heute? Mitarbeiter im Homeoffice führen. Ich werde in den nächsten 30 Minuten, werde ich 12 konkrete Tipps geben. Was können Sie, was könnt ihr machen, um eure Mitarbeiter gut zu führen und letztendlich dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie sich wohlfühlen mit der zum Teil ungewohnten und neuen Situation. Und auf der anderen Seite, dass sie natürlich auch in der Lage sind, Leistung zu bringen. Klar, die Mitarbeiter werden weiter bezahlt und sollen natürlich auch die Arbeit weitermachen, die sie bisher im Büro gemacht haben. 30 Minuten lang werde ich was erzählen, dann habt ihr die Möglichkeit, haben Sie, einige meiner Kunden duzt sich, einige sieht sich, ich werde immer mal hin und her springen zwischen Sie und Du, fühlt euch einfach, fühlen Sie sich einfach angesprochen in der Form, die für Sie, für euch am besten passt. In der zweiten halben Stunde werden wir, oder habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch wieder über den Chat. Gerne alles, was Interessantes reinschreiben und ihr könnt auch Fragen stellen zum Thema Technik. Thorsten Jekyll wird dabei sein oder ist schon dabei. Der wird in der zweiten halben Stunde auch Fragen beantworten zum Thema Technik. Alles, was ihr braucht im Homeoffice, das werdet ihr entsprechend da bekommen. Genau. Thank you very much, people, for your support. Also, es sind auch Mitarbeiter dabei, die gar keine Mitarbeiter im Homeoffice führen. Auch für die gibt es natürlich gute Tipps. Fragt gerne mal nach oder nehmt gerne die Tipps auf, um euren Chefs entsprechend zu sagen, hey Chef, das und das wäre auch ganz gut. Und es sind auch einige Personalentwickler dabei, gern diese Tipps weitergeben an andere Führungskräfte. So, jetzt schauen wir, ob das hier alles funktioniert. Bildschirm freigeben. PowerPoint. So. Das ist das Programm für heute. Und wir starten Mitarbeiter im Homeoffice führen. So, wir starten mit dem ersten Punkt. Führung. Führung bedeutet Zeit und Engagement einbringen. Was auch immer Sie tun heute in Ihrer Arbeit und wahrscheinlich haben Sie vielleicht noch mehr Arbeit mit den Mitarbeitern oder mit den geschäftlichen Herausforderungen, als Sie bisher hatten. Mitarbeiter im Homeoffice sind in einer neuen, einer veränderten Situation. Das heißt, sie brauchen mehr Führung, mehr Betreuung durch Sie als Führungskraft. Also nehmen Sie sich immer wieder Zeit, setzen Sie immer wieder eine Priorität dafür, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Was das im Detail sein wird, werden wir uns angucken in den 12 Tipps. Also immer wieder Zeit und Prioritäten setzen für die Mitarbeiter. Die werden unsicher sein, denen werden Sachen unklar sein. Das ist von like in der Muppet Show, right? Wie in der Muppet Show bei Sesamstraße, hinten laufen noch ein paar Leute entsprechend vorbei. Also kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter und sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht, dass Sie mit dieser neuen Herausforderung gut zurechtkommen. Ein typischer Fehler ist, dass Führungskräfte sagen, es läuft doch oder ich vertraue euch, ihr macht das schon. Und das ist etwas, was ich extrem empfehle, nicht zu tun. Kümmern Sie sich um die Mitarbeiter, gehen Sie proaktiv auf Ihre Mitarbeiter zu und fragen Sie, was Ihre Mitarbeiter entsprechend brauchen. Also kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter, hören Sie zu und fragen proaktiv nach, wie es den Mitarbeitern geht. Gehen Sie nicht davon aus, denen wird es schon gut gehen. Das hat eine Priorität. Und für die Führungskräfte hier, ich gehe davon aus, Sie haben eine To-Do-Liste für den heutigen Tag. Wer von Ihnen hat heute was auf der To-Do-Liste stehen, der einen Mitarbeiter im Homeoffice hat, wo explizit draufsteht, in der einen oder anderen Variante oder Form, mich um meine Mitarbeiter kümmern? Schreiben Sie das auf Ihre To-Do-Liste drauf, um so das auch entsprechend im Fokus zu haben. Nächster Punkt, Vertrauen. Arbeitszeitkontrolle wird wirklich gearbeitet. Also, was glauben Sie, machen die ihren Job, also machen die ihre 8 Stunden, was auch immer sie im Arbeitsvertrag vereinbart haben? Oder glauben sie, die liegen nur in der Sonne heute bei diesem wunderschönen Wetter und gucken sich YouTube-Videos an? Wenn ihre Mitarbeiter bisher Vertrauensarbeitszeit hatten, dann lassen sie sie auch weiterhin
diese Vertrauensarbeitszeit haben. Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, diese Arbeitszeiten schriftlich festzuhalten. Wenn sie bisher gestempelt haben im Büro, wenn die Zeit erfasst wurde, dann mag das sehr sinnvoll sein, diese Zeiterfassung auch im Homeoffice fortzuführen. Als Orientierung für ihre Mitarbeiter, auch die können ja vielleicht mit Gleitzeit ein paar Stunden mehr machen, ein paar Stunden weniger machen. Das ist der eine Grund. Und kontrollieren Sie genauso die Arbeitszeiten, wie Sie es bisher auch gemacht haben. Es kann sinnvoll sein, dass Sie vielleicht die Mitarbeiter, die bisher Vertrauensarbeitszeit hatten, Ihnen den Tipp geben, schreib dir deine Arbeitszeiten doch ruhig auf, damit du dir sicher bist, dass du nicht zu viel arbeitest, dass du nicht zu wenig arbeitest, dass du einfach dich selbst etwas besser kontrollieren kannst, weil du vielleicht zwischendurch mal die Wäsche wäschst oder zwischendurch mal einkaufst oder was anderes machst. Denn das wird natürlich im Homeoffice immer mal wieder passieren. Das sind ja auch die Vorteile des Homeoffice, die ihre Mitarbeiter natürlich auch gerne nutzen können. Punkt 2, also Vertrauen. Sollten Sie nicht sicher sein, ob Ihre Mitarbeiter wirklich arbeiten, dann ist mein Tipp, dass Sie das ruhig offen ansprechen. Im Sinne von, sag mal, wie klappt es eigentlich bei dir mit den Arbeitszeiten? Kommst du auf deine 8 Stunden? Besser ist das, aus meiner Sicht, es nachzufragen, es zu erfragen und auch zu sagen, ich will einfach mit dieser Frage dir auch Sicherheit geben. Sag mir, wie es ist. Brauchst du da vielleicht Hilfestellung? Das ist besser, als in Nebensätzen das immer so durchklingen zu lassen, wenn Sie Ihren Mitarbeitern kein Vertrauen schenken sollen. Punkt 2 also, ganz wichtig, Vertrauen. Punkt 3, die Technik. Thorsten Nickel wird nachher uns helfen und da Fragen entsprechend auch zu beantworten. Mir geht es hier ganz grundsätzlich um das Thema Technik, dass Sie wissen, Technik ist Chefsache. Natürlich können Sie sagen, naja, darum kümmert sich die IT. Und ich sage hier auch nicht, dass Sie anfangen sollen, Ihre Mitarbeiter technisch aufzurüsten oder zu überlegen, was könnte man denn für Technik nutzen. Nutzen Sie da gern Ihre IT oder nachher eben Thorsten Jäckel im Gespräch, um da konkrete Hinweise zu bekommen. Nur verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Technik funktioniert. Vor 2 Tagen sprach ich mit einem Kunden und der war richtig angenervt. Der war deswegen angenervt, weil die Server so langsam liefen und dass er ewig warten musste bei der Bearbeitung von vielen verschiedenen Fällen auf den Rechnern des Unternehmens. Das heißt, der Mitarbeiter wollte einen guten Job machen, der wollte sich reinknien, aber er konnte das nicht. Deshalb machen Sie Technik auch zur Chefsache, indem Sie immer wieder dafür sorgen, dass die IT den Job macht, den sie machen soll. Nämlich dafür sorgen, dass es alles wunderbar und reibungslos funktioniert. Technik. Ach so. Investieren in Technik, damit ist noch gemeint, mancher Mitarbeiter nutzt sein privates WLAN zu Hause. Die Bandbreite ist vielleicht zu gering. Dann stocken Sie das aus und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter entsprechend auch finanziell, um das entsprechend fair sein zu lassen. Punkt 4, Dankbarkeit. Natürlich werden viele Mitarbeiter gerne im Homeoffice arbeiten. Sie haben weniger Fahrzeit zur Arbeit. Sie haben keine Corona-hustenden Mitarbeiter, potenziell Corona-hustenden Mitarbeiter neben sich, die Sie anstecken. Seien Sie aber dankbar Ihren Mitarbeitern gegenüber, denn die haben sich das ja nicht ausgesucht. Die hatten vielleicht bisher vor, Arbeit und Freizeit strikt zu trennen. Und jetzt sind sie mehr oder weniger gezwungen, von zu Hause zu arbeiten, aus dem Wohnzimmer, aus der Küche, was sie bisher nicht wollten. Also sagen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie explizit Ihren Mitarbeitern auch dankbar sind dafür, dass Sie dieses Engagement zeigen. Nämlich das Engagement, die Mühe und auch den zusätzlichen Stress, den Sie vielleicht haben, weil Sie verstärkt Ablenkung haben, weil Sie vielleicht Kinder haben oder pflegebedürftige Angehörige, die immer wieder auch in den Tagesablauf, den Arbeitstagesablauf unterbrechen. Lassen Sie das Ihre Mitarbeiter wissen, dass Sie sich freuen, dass Ihre Mitarbeiter dieses Engagement an den Tag legen. Doch da wieder, wenn Sie es nicht gemacht haben, schreiben Sie sich auf die To-Do-Liste, dass Ihre Mitarbeiter explizit sagen, danke, lieber Mitarbeiter, dass du mit dabei bist und dass du mitmachst in diesen heftigen Zeiten und unser Unternehmen weiter positiv unterstützt. Dankbarkeit. Punkt 5, um Mitarbeiter kümmern.
Was meine ich mit um Mitarbeiter kümmern? Ich sagte schon, natürlich geht es darum, dass Mitarbeiter einen Job machen, dass sie Leistung erbringen. Ich glaube, Mitarbeiter machen dann einen richtig guten Job, wenn es ihnen gut geht. Also fragen Sie immer wieder nach, wie geht es dir, lieber Mitarbeiter? Wie kommst du mit dem Homeoffice zurecht? Was klappt gut? Was klappt nicht so gut? Und diese Fragen, was klappt gut, was klappt nicht so gut, die sind ganz wichtig. Weil wenn Sie wo einmal fragen, na, wie geht es dir so mit dem Homeoffice? Dann sagt der Mitarbeiter vielleicht, ja, klappt schon so einigermaßen. Weil viele Mitarbeiter nicht selber sagen, dass sie vielleicht hier und da Probleme haben. Was Sie jetzt üben können als Führungskräfte, eine meiner Lieblingsübungen oder Themen, was ich in meinen Seminaren immer wieder thematisiere, ist zuhören. Viele Führungskräfte sind eloquent, ja, können das, was sie selbst meinen, sehr gut und plastisch darstellen, aber viele sind auch nicht so gut beim Thema Zuhören. Also zwingen Sie sich das jetzt zu üben, um herauszufinden, wie geht es den Mitarbeitern. Also die Zwiebelschälen, mit Zwiebelschälen meine ich, wenn ein Mitarbeiter sagt, ja, klappt ganz gut, dass Sie dann eben nachfragen, was klappt denn ganz gut? Und dass Sie auch auf die Zwischentöne achten. Spricht Ihr Mitarbeiter über das Homeoffice mit toller Energie, wie super das ist und wie gut er zurechtkommt? Oder klingt er eher bedrückt? Also üben Sie das Zuhören und spiegeln das auch wieder zurück. Kommt mir so vor als Punkt, Punkt, Punkt. Also lassen Sie Ihre Mitarbeiter, fragen Sie Ihre Mitarbeiter immer wieder aus, wie genau kommen Sie mit der Situation zurecht? Und Skala 1 bis 10, machen Sie einen Stimmungsbarometer. Gerade wenn Sie stille Mitarbeiter haben, die sagen vielleicht nicht so richtig, wie es denen geht, dann fragen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kommst du mit der Situation im Homeoffice zurecht? Und es ist so, dass in Deutschland wahrscheinlich kaum ein Mitarbeiter seinem Chef eine 10 gibt, muss aber auch gar nicht sein, denn das Spannende für Sie ist, dass Sie, wenn er eine 7, 8, 6 oder 4 vergibt, dass Sie fragen können, was ist denn schon gut? Und was fehlt in Richtung einer 10? Und durch diese beiden Nachfragen bekommen Sie nicht nur einen Stimmungsbarometer mit einer Zahl, sondern bekommen konkrete Hinweise, was noch verbessert werden könnte und auch was schon gut läuft. Zeigen Sie sich gerne, wenn Sie sich um Ihre Mitarbeiter kümmern, auch persönlich gerne mit Videokonferenzen natürlich, so wie hier mit dem Zoom. Da gibt es auch eine kostenlose Version von, wie Sie mit bis zu 100 Leuten telefonieren können, videotelefonieren können, alle Sie sehen können, sich auch gegenseitig sehen können, wenn Sie das entsprechend einschalten. All das ist möglich. Und zeigen Sie sich gerne auch nahbar, ja, nicht aus dem schicken Wohnzimmer, sondern gerne aus der Küche, aus dem bodenständigen Arbeitszimmer. Wenn Sie möchten, räumen Sie den Wäscheständer gerne vorher weg. Um Mitarbeiter kümmern. Was ist das? Genau, das Stimmungsbarometer, vielleicht den Punkt noch, gerne jetzt einmal durchfahren, so als Nullmessung, wie kommen Sie damit zurecht, und gerne alle 2 oder 4 Wochen, wenn Sie meinen, da noch was rauskitzeln zu können, das gerne regelmäßig wiederholen. Also Stimmungsbarometer regelmäßig checken. Punkt 6, fachlicher Austausch. Wie haben Sie sich denn bisher mit Ihren Mitarbeitern fachlich ausgetauscht? Wahrscheinlich gab es ein Teammeeting. Wahrscheinlich gab es 1:1 Gespräche, spontan auf dem Gang oder in Meetings. Führen Sie das genauso fort, wie Sie es bisher auch gemacht haben. Das hat bisher gut funktioniert, also machen Sie das einfach weiter. Was braucht es aber zusätzlich? Lassen Sie da Ihre Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Lassen Sie die Mitarbeiter ein Videomeeting machen, ohne dass sie dabei sind. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter aufschreiben, erstens, was läuft gut? Zweitens, was läuft nicht so gut? Und lassen Sie sie das sammeln und dann als Ergebnis an Sie berichten mit bestimmten Wünschen oder Bedürfnissen, die Ihre Mitarbeiter haben, für den fachlichen Austausch. Denn der fachliche Austausch im Büro war einfach. Ich gehe mal kurz rüber und frage die Kollegin, die mehr Erfahrung hat. Jetzt ist das schwieriger. Eine Telefonliste mit den Telefonnummern, wenn es keine Firmenhandys gibt, entsprechend anfertigen, wenn das für die Mitarbeiter in Ordnung ist. Aber es nützt ja den Mitarbeitern, wenn Sie sich selbst gegenseitig austauschen. Und als Idee, führen Sie ein Patensystem ein, wenn es Mitarbeiter im Homeoffice gibt, die da schon mehr Erfahrung haben, ein erfahrener Homeoffice-Mitarbeiter mit einem weniger erfahrenen Homeoffice-Mitarbeiter, und nehmen Sie klar vor, dass die 2-mal die Woche sich austauschen und sich unter 4 Augen besprechen, was läuft gut, was kann vielleicht noch verbessert werden. Oder wenn alle ungefähr die gleichen Erfahrungen haben,
auch ein Buddy-System, wo man sich eigentlich auch einfach zweimal die Woche austauscht und sich gegenseitig unterstützt, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was können wir konkret noch verbessern im Austausch, in der Selbstorganisation. Also lassen Ihre Mitarbeiter selbst viel miteinander kommunizieren. Per Videochat, Skype, FaceTime, was es da alles gibt, damit ein enger Austausch zwischen dem Team erfolgt. Und der nächste Punkt, die sozialen Kontakte. Die sozialen Kontakte sind in gewisser Weise der Schmierstoff, das Schmiermittel, was Sie im Team haben, damit ein gutes Teamgefüge entsteht. Damit Sie sich gegenseitig helfen, damit es einfach funktioniert und kollegial abläuft. Also was können Sie tun, damit auch sozial weiter ausgetauscht wird? Zum Beispiel, wenn Sie ein Videomeeting machen, wenn Sie ein Teammeeting machen, am Beginn des Meetings 5 oder 10 Minuten, vielleicht sogar 15, Smalltalk zulassen. Vielleicht sagt jeder, mein besten Homeoffice-Tipp, was mache ich, was ist mein Trick, um mich gut zu konzentrieren im Homeoffice? Ob es nun Kopfhörer sind, Noise Reduction Kopfhörer oder, um entsprechend gut im Homeoffice arbeiten zu können. Also sorgen Sie dafür und geben Sie auch den Freiraum dazu, dass Ihre Mitarbeiter sich austauschen. Videos, Pizza, Geburtstag, Kaffee trinken. Also, wenn Sie ein Wochenziel haben, wenn Sie sich überlegen, da wollen wir hin, es gibt bestimmte Meilensteine von Projekten, dann feiern Sie die gemeinsam. Ja? Domino's Pizza liefert auch jetzt aus. Dann liefern Sie allen Mitarbeitern die Wunschpizza aus am Freitagmittag. Und es wird zusammen gegessen in der Videokonferenz, zusammen Mittagessen machen. Das geht. Machen Sie gemeinsam einen Videogeburtstag mit Kerzen auspusten, wie auch immer Sie das entsprechend gestalten. Da gibt es sicher kreative Ideen. Die besten kreativen Ideen, finde ich, kommen immer von den Mitarbeitern. Also auch da lassen Sie Ihre Mitarbeiter brainstormen. Was können wir tun, um das soziale Gefüge untereinander einfach beizubehalten? Kaffee trinken zusammen, Kaffee trinken um 11. Ich habe einen Kunden, der hat mal gesagt, die machen Plank um 5. Die treffen sich um 5 im Büro und machen alle Plank, also diese Übung, wo man so eine Körperspannung aufbaut auf dem Boden. Ja, auch das können sie machen per Videokonferenz oder per Telefon, um zusammen Spaß zu haben und zusammen zu lachen. Und Kaffee trinken, verabreden Sie sich auch immer wieder zum Kaffee trinken mit Ihren Mitarbeitern. Und in diesen Kaffeegesprächen, das ist für mich essentiell, wirklich zuhören, wirklich für die Mitarbeiter da sein und ein Ohr geben, wie läuft es bei denen. Was brauchen die von Ihnen als Führungskraft? In diesen Gesprächen übrigens ganz wichtig für mich, 50-50 Redeanteil. Teilen Sie gerne Ihre eigenen Schwierigkeiten, was ist für Sie immer wieder eine Herausforderung beim Thema Homeoffice, aber hören Sie zu, stellen Sie viele Fragen. Das bin ich im Alter von 4 Jahren 1972. Ich war immer so ein Schüchterner früher. Ich habe mich immer zurückgehalten und versteckt. Und mich muss man ab und zu auch aus der Reserve hervorlocken. Heute bin ich auf Bühnen und so weiter. Ja. Heute machen wir das viel Spaß. Damals habe ich noch ein bisschen anders getickt. Aber meine Eltern wussten schon damals, wie sie mich gekriegt haben. Also die Stillen im Team nicht versauern lassen, kümmern sich darum, dass auch die Stillen gehört werden und mit Teil des Teams sind. Kontakte pflegen. Und achtens, Selbstorganisation, Konzentration und Prioritäten. Sorgen Sie dafür und fragen Sie auch das immer wieder ab, wie gelingt es den Leuten, den Mitarbeitern, sich zu konzentrieren und ihre Prioritäten gut einzuhalten. Was machen Sie da? Das Buddy-System kann da helfen, das Patensystem kann da helfen und auch ein Best-Practice-Exchange im Team. Einer meiner Top-Tipps dabei ist, nicht aufräumen. Also ich finde, die Hauptablenkungen sind immer wieder Facebook, Fernsehen, Fenster putzen. Plötzlich macht Fensterputzen Spaß. Es ist unglaublich, ja, wie das plötzlich toll ist, wenn man eine unangenehme Aufgabe zu erledigen hat. Gehen Sie das weiter als Tipp, nicht aufzuräumen, sondern sich direkt an die Arbeit zu machen. Gleich morgens. Ich fange zum Beispiel morgens als erstes an, trinke ein Glas Wasser. Ich mache 2, 3 Kleinigkeiten und dann setze ich mich direkt auf den Schreibtisch, weil meine Prioritäten schon vom Vorabend vorbereitet sind. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter das gut beherrschen. Punkt 9, glasklar delegieren. Machen Sie es, wenn es geht, mit Video. Aber auch da, bei Standards brauchen Sie kein Video. Da können Sie das per E-Mail machen oder per Telefon, weil Ihre Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Sprechen Sie aber mehr Details ab und führen Sie vor allem Dialoge. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter.
Wie siehst du das, diese Aufgabe? Wie würdest du rangehen? Welche Meilensteine siehst du? Welche Abstimmungsprozesse? Führen Sie einen Dialog bei Delegationsgesprächen mehr, als Sie das bisher getan haben. Und wenn es am Ende eines Gesprächs nochmal eine Zusammenfassung gibt, wer macht dann meistens die Zusammenfassung? Genau, meistens macht sie der Chef. Das ist ein typischer Fehler in Delegationsgesprächen, vor allem im Homeoffice ist mein Tipp, lassen Sie den Mitarbeiter nochmal die Zusammenfassung geben, um so entsprechend zu versichern, hat das verstanden und ist seine Umsetzungsenergie entsprechend hoch. Kein Kotletti, Punkt 10. Gestern fragte mich die Führungskraft, ja, wie soll ich meine Mitarbeiter denn jetzt kontrollieren? Ich sehe sie ja nicht mehr. Ich habe die Meetings mit denen nicht mehr. Und mein Tipp ist da einfach, kontrollieren Sie genauso, wie Sie es auch bisher gemacht haben, wie Sie es im Büro gemacht haben. Haben Sie die gleichen Kontrollschritte, wenn Sie Grund haben zur Annahme. Jemand hat Probleme oder Schwierigkeiten. Dann helfen Sie, dann kontrollieren Sie mehr. Nicht um den eins reinzuwirken, sondern einfach um für den Mitarbeiter da zu sein, um sich um ihn zu kümmern. Gehen Sie davon aus, die wollen leisten, das glaube ich sowieso grundsätzlich, Menschen wollen leisten, Menschen wollen einen Beitrag leisten zu einem Team. Kontrollieren Sie so, wie Sie es bisher auch gemacht haben, es sei denn, Sie haben einen Grund, mehr zu kontrollieren. Feedback. Wenn Sie das googeln, das Thema Feedback, über 50% aller Mitarbeiter sagt, Sie bekommen zu wenig Feedback. Gerade im Homeoffice ist das eine Gefahr, dass Ihre Mitarbeiter noch weniger Feedback bekommen als bisher. Also haben Sie die Augen offen, Dinge wahrzunehmen und bewusst immer wieder Ihren Mitarbeitern Rückmeldung zu geben. Nicht nur per E-Mail, sondern auch immer mal wieder am Telefon in ganz kurzen, ganz knackigen Gesprächen. Jeden Tag, nicht jeden Mitarbeiter jeden Tag, aber immer wieder. Und als Tipp, wenn Sie sich damit schwer tun, nehmen Sie 3 Kieselsteine, packen die Ihre linke Hosentasche und mit jedem Feedback, was Sie geben, packen Sie einen Kieselstein in die rechte Hosentasche, sodass bis zum Ende des Tages alle 3 Kieselsteine drüben sind. Wenn Ihnen das nicht ausreicht, dann bringen Sie am Nachmittag die 3 Kieselsteine wieder zurück, sodass Sie immer wieder im Fokus haben, Mitarbeiter Feedback geben. Und Feedback geben kann auch sein Kritik. Auch das brauchen Mitarbeiter natürlich, wenn sie im Homeoffice sind, so wie auch sonst im Büro. Wenn Dinge nicht gut laufen, lassen Sie es Ihre Mitarbeiter wissen. Punkt 12, Change Agents. Vor 2 Wochen war ich im Training mit Mitarbeitern und es stellte sich heraus, dass diese Mitarbeiter viele Fragen haben, die die Führungskräfte aber nicht beantwortet haben. Oder nicht beantwortet, sie haben die Frage gar nicht gestellt. Und das ist auch ein Klassiker, dass Mitarbeiter nicht das fragen, was sie alles brauchen, welche Informationen sie brauchen, wo sie einfach neugierig sind. Und das zweite typische ist, dass Führungskräfte nicht die Fragen so umfassend beantworten, wie sie sie vielleicht beantworten sollten. Und dabei können Ihnen Change Agents helfen. Legen Sie 1 bis 2 Personen fest in Ihrem Team und lassen Sie diese Fragen Ihrer Mitarbeiter proaktiv sammeln. Und diese Fragen kommen dann immer gebündelt an Sie als Führungskraft, sodass Sie die Möglichkeit haben, die Mitarbeiter immer wieder abzuholen, immer wieder Fragen zu beantworten, entweder ad hoc oder einmal die Woche im Team-Meeting, weil Sie einfach wissen, was Ihre Mitarbeiter auf dem Herzen haben. Dieser Tipp, den können Sie natürlich auch umsetzen, würde ich auch bei Veränderungen, wenn Sie kein Homeoffice haben, denn da liegt eine Chance für Sie, dass wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Fragen beantworten, dass die auch entsprechend mehr dabei sind und auch produktiver arbeiten können, weil sie einfach einen Knoten lösen können, indem sie ihre Mitarbeiter aufklären, was bisher unklar war. Change Agent 1 bis 2 aus ihrem Team. Einen habe ich noch, weiter lernen. Das ist ja ein Konstrukt, was sich weiterentwickelt, das dynamisch ist, ein dynamisches Umfeld. Die Aufgaben entwickeln sich weiter. Ihr Geschäft wird sich weiterentwickeln, je länger diese Homeoffice, diese Zwangs-Homeoffice-Situation für einige weitergeht. Und schauen Sie mal wieder, was sind Best Practices? Best Practice von den Mitarbeitern, Best Practice aber auch von Ihren Kollegen, von anderen Führungskräften. Oder fragen Sie Ihre Personalentwicklung, wenden Sie sich an Coaches wie mich oder andere, die Ihnen helfen können, bestimmte Fragen zu beantworten. Bleiben Sie dran und sagen Sie nach 4 Wochen, jetzt läuft es ja, sondern bleiben Sie immer aufmerksam, zum Beispiel mit dem Stimmungsbarometer, um immer wieder neue
positive Impuls zu geben an ihre Mitarbeiter. Den Inhalt dieses Webinars gibt es auch als Blog zum Nachlesen. Finden Sie auf meiner Homepage, Impuls 242. Sie bekommen aber auch diese Charts hinterher zugeschickt, wenn Sie sich registriert haben für das heutige Meeting per E-Mail. Können Sie gerne nutzen, können Sie gerne weitergeben an andere Führungskräfte, an Ihre Mitarbeiter, an die, die es brauchen. Ich möchte gerne einen Beitrag leisten, dass einfach im Homeoffice besser und nicht glücklich ist, ein bisschen übertrieben, aber einfach zufriedener gearbeitet werden kann und trotzdem die Leistung entsprechend erstellt werden kann, dass es Ihrem Unternehmen weiter richtig, richtig gut geht. Was habe ich noch für Sie? Diesen Donnerstag und den Donnerstag danach mache ich eine kostenlose Online-Führungssprechstunde. Den Link habe ich in die Shownotes geschrieben. Wenn Sie ganz hoch scrollen in den Shownotes, gibt es diverse Links. Können Sie aber auch, kriegen Sie entsprechend auch zugemailt. Da können Sie alle Fragen stellen, die Sie Fragen stellen. Registrierung ist nicht notwendig, sondern nur auf den Link klicken. Am Donnerstag zwischen 11 und 12 reinschneiden und dann alle Fragen loswerden, die Sie loswerden wollen. Was gibt es noch? Ja, manche Menschen wollen gerne Geld ausgeben, denen reicht das nicht, so ein kurzer Impuls. Ich habe ein 12-wöchiges Online-Training, was normalerweise 199 kostet, kriegen Sie mit dem Code 50 für 50%. Auch wieder ganz viele Videos von mir und ganz viele konkrete Tipps, wie Sie konkret Ihre Mitarbeiter klar und deutlich führen. Im August, dann ist die Corona-Krise vorbei, habe ich mir überlegt, gibt es ein offenes Seminar, für das Sie sich gerne anmelden können. Auch dafür gibt es entsprechende Link. Und natürlich immer, Sie kennen wahrscheinlich, einige kennen schon meinen Podcast, Führen via Löwe, überall da, wo es Podcasts gibt. Auch den Link finden Sie in den Show, im Chat, ganz am Anfang. Gerne da rein und bewusst nur 10 Minuten, kurze, knackige Impulse für Ihre Arbeit als Führungskraft in den verschiedensten Situationen. Jetzt sollte ich zu hören sein, gehe ich mal davon aus. Wer mich hören kann, einmal kurz die Daumen nach oben machen. Jawohl, das liebe ich an dieser Kombination von analoger und digitaler Welt. Mir ist das immer viel zu kompliziert, diesen ganzen Online-Voting-Quatsch. Ich sage einfach Flossen hoch, wenn wir die Kamera haben wie hier und schon sieht man den ganzen Kram. Also erstmal vielen lieben Dank auch lieber Markus für die Einladung. Auch schön, dass Sie und ihr alle dabei seid. Also einige von Ihnen und von euch duze ich, ja, ich meistens sieze, bleibe ich auch mal beim Sie. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ja, ich möchte gerne mal starten und zwar mit der lieben Frau Tepel. Sie hatten eine ganz konkrete Frage zum Thema Teams und ich weiß auch, der liebe Podpimp Alexander Wunschler ist auch mit dabei. Vielleicht hat er ja auch gleich noch einen Kommentar dazu. Wir sind ja heute über das Thema Facebook schon ein bisschen da gewesen. Also sonst auch gerne danach nochmal, lieber Alex, können wir uns da nochmal austauschen. Also im Moment scheint dem nicht zu sein. Sonst, liebe Frau Tepel, gerne nochmal auch per Kommentar mit rein. Das war die erste Frage, die ich vorhin hatte. Sollte ich Sie übersehen, lieber Markus, gib mir bitte auch nochmal auf der Tonspur einfach ein Feedback zu sagen, da habe ich eine Frage übersehen. Ja. Zweites Thema, was ich mitgenommen hatte, deswegen hatte ich mir das hier gleich links nebenbei notiert. Also ich habe nicht E-Mails gemacht nebenbei, sondern habe mir so die wichtigsten Punkte nochmal notiert. War PowerPoints in Zoom-Call. Ich bin ein großer Freund davon, sich nicht die Frage zu stellen, ist PowerPoint gut oder böse, sondern immer die Frage, gehe ich damit vernünftig um? Manchmal macht das Sinn, auch mit PowerPoint zu arbeiten und technisch gibt es dort in Zoom und in den anderen Plattformen auch immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie Ihren Bildschirm freigeben können. Das heißt, alle gängigen Tools bieten die Option an, dass Sie den Bildschirm freigeben können. Und das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn Sie zwei Bildschirme haben. Also ich habe bei mir gerade eben meinen Rechner und einen externen Bildschirm und somit kann ich beispielsweise auch vorher schon einen zweiten Bildschirm aufmachen und dann muss ich gar nicht groß drüber nachdenken und sage, ich gebe einfach einen zweiten Bildschirm frei. Das ist manchmal nicht ganz ungefährlich, wenn man auf dem Bildschirm noch 1000 andere Sachen drauf hat. Ich habe das Stichwort DSGVO vorhin schon gehört, also deswegen bin ich normalerweise ein Freund der zweiten Variante. Die zweite Variante ist, dass man einzelne Fenster bzw. Applikationen freigeben kann.
und vielleicht auch etwas, was der ein oder andere noch gar nicht so drauf hat. Also ich weiß, der Tiki Küstenmacher beispielsweise, der kann im Gegensatz zu mir, ich tauche mal ganz kurz ab, weil ich was aus der Schublade raushole, der liebe Tiki Küstenmacher, der kann im Gegensatz zu mir richtig gut zeichnen. Und es gibt beispielsweise auch bei Zoom die Möglichkeit, dass man dort nicht nur eine Kamera mit verbindet mit diesem System, sondern dass ich zwei Kameras damit verbinde gleichzeitig. So, und jetzt gibt es hier beispielsweise, ich nutze die Ziki HD Plus von Ipevo. Wenn Sie mögen, kriegen Sie von mir hinterher auch die Links. Das ist praktisch schon aus wie so eine alte Schreibtischlampe. Da ist eine HD-Kamera drin und jetzt kann ich praktisch auch, wenn ich das kann, also bei mir ist da nicht die Technik der Engpass, ich habe da eher andere Engpässe, dann kann ich eben auch live zeichnen, live malen. Und wir hatten letzte Woche zum Beispiel mit dem Ralf Schmidt gemeinsam und mit Stefan Heinrich eine Sales-Up-Konferenz organisiert. Und da hatten wir am Tag davor auch getestet und haben gesagt, Mensch, wollen wir irgendwie ein iPad mit anschließen und digital zeichnen? Wir haben das dann so gelöst, dass die Kollegin, die die Graphic Recordings gemacht hat, die hat auf Papier gezeichnet, hat das Ding hinterher in die Kamera gehalten. Also ich möchte Sie ein Stück weit ermutigen, immer in zwei Dinge. Das Erste, erst Hirn einschalten, dann Technik. Das ist für mich immer das Wichtige. Also viele sagen immer, Mensch, wie kann ich denn entsprechend dort mit welchen technischen Tools arbeiten? Ich sage immer, erst Hirn einschalten, dann Technik, zu sagen, was will ich damit erreichen? Dann aber auch Technik einfach nutzen und dann geht es einfacher. Es geht darum, dass man gemeinsam auf, an den Folien arbeiten kann, aus seinem Repertoire vom Notebook etwas hinzufügen kann. Genau, aus Berlin war die Kollegin, also da kann ich, liebe Martina Kleve, gerne auch im Nachgang nochmal Input liefern. Wenn ich übrigens mal nicht in die Kamera gucke, dann schaue ich runter auf den Chat. Also nicht, dass Sie denken, ich check wieder meine E-Mails nebenbei oder gucke Facebook. Also dann gucke ich immer, dass ich den Chat nicht übersehe. Da gebe ich gerne nochmal mit dabei. Also es gibt zum einen virtuelle Whiteboards und wir haben es vorhin schon angesprochen, es gibt beispielsweise mit Teams ein sehr leistungsfähiges Kollaborationstool aus dem Hause Microsoft. Und vielleicht mal Hand hoch, wer hat Office 365 ohnehin schon, sei es privat oder in der Firma? Also ich sehe, einige Hände gehen da hoch. Und die gute Nachricht ist, bei Office 365 haben Sie Teams schon mit dabei. Das heißt, Sie zahlen den Gramm ohnehin schon. Und das Coole ist, dass man mit Teams eben auch gemeinsam an Dateien arbeiten kann. Und wenn ich die Frage richtig verstanden habe, zu sagen, okay, kann ich denn hier beispielsweise gemeinsam eben an den Folien arbeiten? Und das geht. Das heißt, Sie können, und ich gucke mal, ob du mir das hier genehmigst. Ich gebe einfach mal hier meinen Bildschirm mal frei und gehe mal auf mein Teams. So, wenn ich jetzt sage Teams, dann müssten Sie jetzt mein Teams sehen. Einmal Daumen hoch, wenn Sie sowas sehen, was irgendwie so lila ausschaut und anders. Wunderbar, ich sehe Daumen nach oben. So, wenn ich jetzt mal hier gucke, die Logik von Teams ist, dass ich hier, weil vielleicht kennt es noch nicht jeder, dass ich hier Teams definieren kann und in diesen Teams kann ich dann Kanäle hinterlegen und im Regelfall ist bei mir beispielsweise jeder Kanal hier ein Projekt. Und dann habe ich die Möglichkeit, in einem solchen Team hier Reiter hinzuzufügen. Und hier kann ich auf der einen Seite mit einem Reiter Dateien sagen, ich füge hier Ordner dazu und Dateien. Und das hat den großen Vorteil, dass man sich eben nicht Dateien per E-Mail hin und her schicken muss und solche Dinge, sondern einen gemeinsamen Arbeitsbereich hat, den man dann auch mit seinem OneDrive auch sogar offline auf den PC oder auf den Mac synchronisieren kann. Und wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, was Sie zusätzlich machen können, ich kann auch sagen, ich füge hier hinzu eine Registerkarte und diese Registerkarte kann beispielsweise eben auch eine PDF-Datei sein oder sie kann eben auch eine PowerPoint-Datei sein. Das heißt, Sie hätten dann eine Registerlasche und könnten dann sagen, ich habe eine Präsentation, die ich hier in einem Teams freigebe und ich kann dann jederzeit einfach sagen, ich gebe hier entsprechend den Bildschirm frei und arbeite damit eben an einer gemeinsamen Präsentation.
Und der ergänzende Hinweis nochmal sehr, sehr gut von, jetzt gucke ich gerade mal, SHJE, ich hoffe, ich sehe das richtig. Ich habe meine Kontaktlinsen hier drin, damit die Brille nicht so spiegelt, aber dann tue ich mich mit dem Lesen manchmal ein bisschen schwieriger. So, das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe eben die Möglichkeit, dann auch zusätzlich noch Microsoft Whiteboard zu nutzen. Also es gibt von Microsoft eine Lösung, die man auch ohne Office 365 nutzen kann und die heißt Whiteboard. Und die können Sie nutzen sowohl eben auf dem PC als auch eben mit iPads. Das heißt, hier ist es eben möglich, dass man sagen kann, ich nehme entweder über einen PC teil und tippe dann beispielsweise Sachen oder wenn Sie eben beispielsweise einen PC haben, mit dem Sie mit so einem Stift nutzen können, dann ist eben die Idee, dass man das auch nutzen kann. Wenn Sie einen PC haben, der keinen Stift hat, dann ist es meistens sinnvoller, auf dem iPad das zu machen. Und dann können beispielsweise auch Kolleginnen und Kollegen vielleicht eben auf dem iPad auf dem Whiteboard mitmalen und andere sind im Teams drin. Also das kann man mit ergänzen. Also deswegen auch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich persönlich war von den ersten Versionen des Whiteboards ehrlich gesagt nicht sonderlich begeistert. Finde aber, jede Version wird besser. Und ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen zufälligerweise einen Surface Hub im Unternehmen? Also mal Finger hoch, wer den Surface Hub... Oh, da sehe ich schon mal. Eine Hand geht zumindest auf. Ich sehe nicht alle Videos vielleicht in der Ansicht, weil wir hier über 220 Teilnehmer mit dabei haben. Aber eine Hand habe ich zumindest schon gesehen. Der Surface Hub ist dieser Riesenmonitor von Microsoft. Den gibt es in zwei Größen. Da vielleicht auch gerne mal Erfahrungswerte in den Chat mit reinschreiben. Und wenn man mit diesem Surface Hub arbeitet, dann kann man eben auch auf diesem Surface Hub praktisch malen. Und andere, die diesen Hub nicht haben, können das eben im iPad, im PC und so weiter sehen. Also da muss ich auch sagen, die ersten Versionen haben mich nicht so wahnsinnig begeistert. Die nächsten Varianten, die aktuellen, ja. Genau, haben Sie in London, Stockholm Einsatz und so weiter. Die nächste Frage, und wenn ich, wie gesagt, eine übersehe, Markus, gib mir bitte immer noch mal ein Signal, weil ich... Das war zu Zoom, ob das DSGVO-konform ist. Ja, kann ich gerne dazu sagen, falls die Frage nachher irgendwie wegrutscht mit dem Champ. Einmal ganz kurz, den Chat meines Wissens kann ich einen einmal definierten Chat nicht verändern. Wenn jemand dort einen neueren Wissensstand hat oder sagt, nee, das geht doch irgendwie, gerne in den Kontakt rein. Also ich bin nicht Mr. Allwissend, also ich habe da überhaupt keinen Stress damit, also Knowledge for Ego, also gar kein Thema. Gerne ergänzen, wenn da jemand einen Tipp hat. Ich kenne es nicht. Ich kann den nachträglich verändern. Wunderbar, muss ich vielleicht mal nachgucken, wo es geht. Also war mir bisher noch nicht bekannt. Die zweite Variante ist die Frage DSGVO-Konformität von Zoom und auch die Frage DSGVO-Konformität von anderen Diensten. Habe ich mir vorhin auch schon mal notiert gehabt. Ganz wichtiges Thema. Was ich in vielen Organisationen erlebe, ist, dass ich sage jetzt mal, die Leitplanken oft nicht links und rechts auf der Straße gesetzt werden, sondern so quer vor die Straße. Also da heißt es dann, ja, das ist nicht DSGVO-konform und deswegen dürfen wir das nicht machen. Also deswegen habe ich immer so dieses Bild der Leitplanke, die so quer auf der Straße ist. Und wenn ich dann mal, ich bin ja seit 88 ITler und Vertriebler, und wenn ich dann mal die ITler challenge und mal so einfache Penetrationstests mache, die wirklich weit entfernt von Hacking sind, habe ich oft die Erfahrung, dass ich ganz schnell links und rechts an dieser Leitplanke vorbeikomme. Und da sage ich mal, Leute, baut doch bitte nicht die Leitplanke quer auf die Straße, sondern nutzt die Energie, um die Leitplanken links und rechts sauber zu bauen. Und das machen die meisten nicht und denken, ich habe hier diese Pseudosicherheit. Und ganz konkret ist es eben so, dass Sie, und ich habe gestern erst mit dem Christian Müller genau zu dem Thema mich nochmal in Vorbereitung des heutigen Tages auch nochmal vorbereitet. Der Christian Müller ist bei vielen Unternehmen externer Datenschutzbeauftragter. Also der verdient sein Geld damit, dass er sich den ganzen Tag mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Und der sagte ganz klar, Zoom ist DSGVO-konform nutzbar. Ich kann gerne auch, vielen lieben Dank für die Ergänzung nochmal mit der Chat-Ergänzung. Ich habe das noch nie gebraucht. Deswegen, ich weiß, man kann den Chat abspeichern mit den drei Punkten. Das weiß ich. Ich glaube, ich kann meine eigenen Sachen noch ändern. Wunderbar. Und der Zeitstempel da vielleicht auch nochmal parallel im Chat.
Also Zoom ist DSGVO-konform nutzbar. Ich kann gerne im Nachgang nochmal auch einen Link auf die Seiten entsprechend schicken. Sie können von Zoom eine ADV bekommen, also so eine Auftragsdatenverarbeitungsklausel, die Sie brauchen, so eine Vereinbarung. Die ist unterschrieben schon von Zoom. Das heißt, wenn Sie gegenzeichnen, ist die entsprechend gültig. Und es ist eben so, dass die Zoom-Leute auch eine vernünftige Sicherheitsarchitektur dahinter haben. Also wenn Sie sich sowas anschauen wie beispielsweise Adobe Connect, was ich teilweise auch nutze, ist auch formal juristisch eben DSGVO-konform auch nutzbar, ist für mich auch eine sehr gute Plattform. Nur Alexander Wunsch, du wirst mir sicher zustimmen, also Adobe ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die wenigsten Sicherheitsbreaches über die letzten Jahre gehabt zu haben. Also Adobe hat schon ab und zu mal so das ein oder andere Sicherheitsloch mal bewiesen. Also das heißt, es ist ein Dienst, der einfach bewiesen hat, dass die, gerade wo sie auch noch nicht ganz flash-free sind im Moment, wo sie einfach noch ein paar Sicherheitslücken manchmal haben. Deswegen ist aus meiner Sicht Zoom im Moment so DSGVO-konform nutzbar. GoToMeeting war die Frage hier auch. GoToMeeting, mein Stand auch von dem Kollegen Christian Müller, auch nutzbar. Meine Erfahrung ist nur, das ist manchmal ein bisschen, ich sage jetzt mal von der User Experience, manchmal ein bisschen hakelig. Ist aber auch ein Stück weit Geschmackssache. Weil was ja auch mal wichtig ist, ist, dass Sie bei so einem Dienst wie jetzt Zoom beispielsweise ja vielleicht oft auch mit Mitarbeiterinnen, mit Mitarbeitern kommunizieren, mit Kundinnen, mit Kunden kommunizieren, die noch nicht entsprechend so EDV-affin sind. Und Zoom ist einfach... Es ist knackstabil, es ist einfach zu nutzen und Sie haben, ich sage immer so einen Deppenmodus, also so für mich, wo ich sage, ich habe da nur drei Knöpfe und ich kriege das irgendwie gut geregelt. Und es gibt eben ganz, ganz feine Konfigurationsmöglichkeiten, wo Sie das Ding wirklich hochskalieren können und richtig viel machen können. Also das gefällt mir daran ganz gut. Die Frage, die nochmal WebEx war. WebEx war früher, fand ich, eine absolute Katastrophe. Also ich weiß, bei Coca-Cola sind wir daran verzweifelt. Mittlerweile haben die aber auch aufgeholt und sind etwas besser geworden. Auch DSGVO-konform nutzbar. Das gucke ich gerade, darf man bestimmte Dinge nicht tun, die dann DSGVO verletzen. Also was wir beispielsweise heute hier machen, ist, dass wir sagen, wir haben hier im schlimmsten Fall eine Aufzeichnung, wo wir Klarnamen drauf haben und die ist dann irgendwo auf YouTube beispielsweise. Wäre ein DSGVO-Verstoß, wenn nicht jeder zustimmen würde, dass wir den Klarnamen entsprechend auch irgendwo zeigen würden. Also das heißt, da geht es mal unabhängig vom Medium, muss man einfach immer schauen zu sagen, okay, wo habe ich eben hier eine Zustimmung, um entsprechende Daten weiter rauszugeben. Das ist mal unabhängig vom Medium. Und hier ist eben ganz interessant, wenn ich mir beispielsweise Dienste wie Adobe Connect anschaue und aber auch Zoom in der Webinar-Ausführung, hier gibt es die Möglichkeit, auch die Teilnehmernamen zu anonymisieren. Also das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Es gibt bei Zoom zwei Varianten. Es gibt bei Zoom die Variante, die wir gerade nutzen. Das ist die Zoom-Meeting-Variante. Und die ist eigentlich gedacht für Videokonferenzen, wo man den Namen sieht. Den kann man in den Einstellungen erstens ein- und ausblenden. Also das heißt, man kann das schon mal in den Einstellungen ausblenden. Und wenn man eben eine Webinar, die Webinar-Plattform von dem hat, dann kann man generell auch noch etwas leichter das ganze Thema anonymisieren. Also deswegen. Genau, Hinweis auch nochmal gerade bei Meetings mit Kunden, dessen Infrastruktur nicht kennt, auch ohne extra Installation funktioniert. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe viele Kunden, auch Volks- und Raiffeisenbanken beispielsweise, die dürfen keine Software installieren. Und da ist es einfach so, dass sie idealerweise auf Plattformen eben achten, die nach Möglichkeit auch einen Zugriff per Webbrowser einfach ermöglichen. Das geht bei Zoom. Das müssen Sie allerdings einstellen in den Einstellungen. Da gibt es einen Haken und da heißt es dann, Teilnehmern auch per Webbrowser den Zugriff erlauben. Das geht auch bei Adobe Connect. Das geht so ziemlich bei allen Plattformen. Also das geht auch bei Teams. Zu Teams nochmal zurück. Bei Teams nochmal interessant. BlueJeans habe ich persönlich keine Erfahrung damit. Ich kenne den Dienst. So, ich habe persönlich keine Erfahrung. Also von der Seite her gerne nochmal ergänzen, falls da jemand aus dem Kreis heute die Erfahrung hat. Also ich habe, wie gesagt, damit bisher noch keine Erfahrung.
Was bedeutet, ich kann Zoom eine Präsi zeigen, live kommentieren, ohne dass die Teilnehmer installieren müssen? Ja, allerdings mein Erfahrungsbericht aus der Praxis. Sie sollten, wenn Sie Teilnehmer haben, die die Möglichkeit haben, eine App zu installieren, bitten Sie die Teilnehmer, die App zu installieren. Denn beim Browser gibt es einfach x verschiedene Varianten, Punkt Nummer eins. Also es gibt den Chrome, es gibt den Safari, es gibt den Edge und so weiter und nicht alle Browser sind gleich. Also wenn Browser, empfehlen Sie immer den Chrome, der geht immer. So, jetzt habe ich nur Firmen, die dürfen aus Compliance-Gründen den Chrome nicht installieren, dann wird es wieder schwieriger. Nicht jeder versteht, dass unterschiedliche Browser unterschiedliche Restriktionen haben. Punkt Nummer zwei ist es so, dass die Apps eben nativ stabiler laufen und schneller laufen, als es der Browser tut. Ganz pragmatischer Hinweis, ich habe manche Kunden, die können keine Software installieren auf ihren PCs, aber die haben ein iPhone oder ein iPad. Und viele der Lösungen funktionieren eben auch auf dem iPad beispielsweise oder auch auf Android-Tablets. Also Zoom beispielsweise funktioniert hervorragend auch auf Android-Tablets, auf iPads. Also ich weiß nicht, wie das eben bei Ihnen beispielsweise, liebe Frau Thoma, ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie intern ja auch in Ihrem Hause manchmal da durchaus Restriktionen haben, dass da nicht jeder so locker einfach mal Software installieren darf. Und da muss man einfach gucken, okay, nutzt man dann entsprechend eben vielleicht ein iPad, wo man da ein bisschen freier ist mit einer App oder geht man über den Browser rüber. Aber im Zweifelsfall ist dann die iPad-App auch stabiler als entsprechend nur die Seite. Das Headset ist eins, was es leider nicht mehr gibt. Das ist ein Logitech H360. Das ist fast so wertvoll wie Toilettenpapier heute, sage ich immer, weil das einfach, wie ich finde, sehr einigermaßen gut klingt, weil, was ich gut finde, es hat einen Nackenbügel. Ich bin ja kein eitler Mensch, aber ich mag halt keine Bügel oben drüber. Nein, ich bin bekennend eitel. Ich mag das einfach nicht, wenn ich so einen Bügel da oben drüber habe. Und zum Thema Headset vielleicht nochmal der Hinweis, das Wichtigste beim Thema Headset ist, dass Sie idealerweise erstens überhaupt ein Headset haben, weil je näher das Mikro am Mund ist, da könnte der Alexander Wunschel alleine ein Webinar dazu machen, je näher das Headset am Mund ist, das Mikrofon, umso besser ist die Qualität. Das heißt Headset. Punkt Nummer zwei, Kabel ist immer besser als Funke. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, statt über ein Bluetooth-Headset, statt über eine Funkstrecke zu gehen, immer über Kabel, weil Kabel ist einfach immer der stabilere und störungsfreiere Weg. Und oft stört sich auch Bluetooth und WLAN. Also die beiden stören sich manchmal gegenseitig. Das heißt, wenn Sie fleißig per WLAN in Ihrer Wohnung im Homeoffice rumfunken, dann kann es sein, dass auch die Übertragung zum Bluetooth-Headset stört. Wenn Sie so eine ansehnliche Mikrofonsammlung wie der Alexander Wunschel zu Hause haben und ohnehin, ich sage jetzt mal, ein richtig gutes Mikrofon haben, weil Sie vielleicht schon podcasten, dann ist auch eine gute Idee, eben ein gutes Podcast-Mikrofon zu nehmen und dann eben ein Headset nochmal, genau sowas in der Richtung. So, und dann einfach nur mal ein Headset nochmal zu haben, dass man idealerweise nicht dieses Echo drin hat. Also da sollte man darauf achten, weil wenn Sie ein Mikrofon haben und Sie haben den Lautsprecher an, dann gehen die einen Dienste besser mit dem Thema um, die anderen gehen eben etwas schlechter damit um. Aber idealerweise ist, und es kann im Zweifelsfall, kann das sogar, könnte es die AirPods sein. Also, und ehrlich gesagt, bevor man es per Freisprech, ich sag mal, nur mit den eingebauten Dingern mache, mache ich teilweise auch Webinare on the go einfach nur mit den AirPods. Das ist schon mal besser, als einfach nur so drüber loszureden. Also das ist schon mal besser. Genau, also deswegen Headset des H360. Ich gebe nochmal meinen Bildschirm frei. Und zwar habe ich nochmal zum Thema aktuelle Headset-Empfehlungen, gebe ich nochmal mein Chrome nochmal frei. So, und zwar habe ich mal ein paar Links aufgemacht. So, sehen Sie mein Sennheiser-Headset? Dann einmal Finger hoch, also einmal, jawohl. Wunderbar. Leider im Moment auch nicht lieferbar. Also gerne lieber Alex oder jemand anders, wenn Sie oder du noch irgendwie Empfehlungen haben. Also das ist beispielsweise eins, das kostet um die 30 Euro. Das ist eins, was man auch über ein Ohr nur hat. Also was ich immer ganz gut finde, weil wenn man nochmal parallel teilweise eine Telefonkonferenz hat, dann ist es eben so, dass man ein Ohr nochmal frei hat. Das ist da nochmal gut.
Auch zum Thema, und ich blende mal den Chat ein, falls ich den Chat übersehe. Kleinen Moment, das geht ja bei Zoom wunderbar. Ich kann ja immer noch den Chat sehen. So, wunderbar, den schiebe ich mal auf die Seite. Also es ist übrigens auch ein Kriterium für viele Dienste. Es gibt wenige Dienste wie Zoom, wo ich eben den Bildschirm sehe. Ich sehe entsprechend meinen Chat. Ich kann meine Freigabe sehen. Ich kann einige von Ihnen sehen. Finde ich bei Zoom total genial. Also USB-Headset, wichtig ist, möglichst nah dran, idealerweise kein Echo. Was ich, wenn es die gibt, neulich hat ein Kollege in der GSA-Membergruppe gesagt, die Webcam ist das Toilettenpapier der Speaker, fand ich einen guten Spruch. Also im Moment schwer zu kriegen, aber ich finde die Logitech C920 HD Pro, die Webcam, die ich auch gerade nutze hier, die für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn ich gucke, man kriegt da eine gute Qualität hin. Hier, wenn Sie mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommunizieren, dann ist, ich sage mal, Relevanz vor Firlefanz. Das sage ich auch bei Kunden, aber bei Mitarbeitern noch wichtiger. Bevor Sie in Schönheit sterben und sagen, Mensch, ich brauche noch die ganze Technik und die Webcam ist nicht lieferbar, machen Sie es auch mit der eingebauten Webcam. Nur wenn Sie so wie ich regelmäßig eben auch Online-Live-Seminare machen, dann sollte das Ganze schon ein bisschen Bild haben. Und dann muss der Hintergrund einfach zu Ihnen und Ihrem Unternehmen auch passen. Also bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will man vielleicht es auch durchaus etwas persönlicher machen, als ich das jetzt mache. Ich habe immer hier so eine matte Dia-Leinwand bei mir im Hintergrund, weil ich sage, ich möchte nicht ablenken von mir. Habe bewusst immer so, ich sage mal dunkelblau, hellblau, dass man sagt, man hat einigermaßen Kontrast dahinter. Und für die Rednerinnen und Redner unter Ihnen, ich habe hinterher die Möglichkeit, bei einer Aufzeichnung beispielsweise hier noch ein Logo drauf zu montieren oder noch ein Picture-in-Picture zu machen. Das ist bei einem Live-Hintergrund etwas schwieriger. Ich weiß, einige von Ihnen, du Alexander, habe ich gerade gesehen, Alex, du hast ja den virtuellen Hintergrund. Ich bin kein Riesenfreund dieser virtuellen Hintergründe, weil man hat immer so leichte Artefakte drin. Also man sieht es im Regelfall, dass man einen virtuellen Hintergrund hat. Und da habe ich immer so ein komisches Bauchgefühl, wo ich sage, das ist irgendwie nicht echt und das überträgt sich für mich unterbewusst auch so ein Stück weit auf den Redner, ist aber ein Stück weit Geschmackssache. Also da muss man mal gucken, wie professionell muss das denn entsprechend sein oder nicht sein. Vielleicht nochmal auch zum Thema Skype, war vorhin auch eine Frage. Es gibt zwei Varianten von Skype. Es gibt einmal die Skype für Consumer-Variante, die vielleicht viele von Ihnen kennen, und es gibt eben die Skype for Business-Variante. Die Skype for Business-Variante geht mehr und mehr über in Richtung Microsoft Teams. Also das viele meiner Kunden haben schon mittlerweile Teams automatisch bekommen. Skype in der privaten Form ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für Business-to-Business nutzbar. Also das ist auch nicht immer nur eine Frage von DSGVO, sondern auch von der Frage der Lizenzen. Das Thema Teams ist etwas, was Sie eben wunderbar nutzen können und hier entsprechend, hier sehen Sie zum Beispiel so einen Service Hub auch im Hintergrund. Das ist ein Service Hub, den man hier auf diesen Screens auch entsprechend sieht. Teams ist ein Bestandteil von Office 365 und vielleicht auch, wir haben ja einige auch Trainerinnen und Trainer mit dabei. Was sehr interessant ist, Sie haben dort nicht nur die Möglichkeit, eben so wie wir es jetzt machen, in einem relativ überschaubaren Rahmen irgendwie mit 100 oder für einen kleinen Taler mit 500 Leuten sowas zu machen, was wir hier machen, sondern Sie können es auch mit 10.000 Leuten machen. Es gibt dort die Möglichkeit, dass man, wenn man ein neues Meeting macht, entscheidet, ob man eben das ein kleines Meeting macht oder ob man ein großes Meeting macht. Und da können Sie locker auch 10.000 Leute mit reinnehmen. Und wenn Sie 10.000 Leute bei Zoom reinnehmen, dann kostet Sie der Spaß knappe 7.000 Euro im Monat. Bei Teams kostet Sie das Ihre Lizenz, die je nach Modell um die 12, 13 Euro kostet. Also deswegen halte ich Teams da durchaus nochmal für eine sehr interessante Variante nochmal. Ja, jetzt gucke ich nochmal hier genau Podcast-Mikro zu empfehlen. Das ist wunderbar. Da kann vielleicht auch der liebe Alex, weil da bist du, lieber Podpimp, für mich absolute Referenz. Also wenn du da vielleicht gerne nochmal was kommentierst, weil wir haben hier mit Alexander Wunschel denjenigen dabei, der mein allererster Podcast war, den ich vor, ich weiß nicht, wann du gestartet hast, mit deinem Blick über den Tellerrand. Das war mein allererster Podcast. Und wenn ich eine Frau wäre, würde ich immer sagen, ich will ein Kind von dir, wenn ich deine Stimme höre. Also der hat einfach so eine geile Stimme.
Yvonne ist auch mit dabei, also die macht ja gleich den Stopp rein. Nein, Spaß beiseite. Alex hat nicht nur eine gute Stimme, sondern der kennt sich eben auch aus mit dem Thema, welches Mikro empfehlenswert ist. Der kennt sich da wirklich viel, viel besser aus. Bei Zoom kostenfrei 100 und bei Zoom in der kostenfreien Variante bis zu 40 Minuten. Wobei Zoom im Moment wegen der aktuellen Krisensituation für Bildungseinrichtungen die 40 Minuten gekippt hat. Also das heißt, da gibt es auch Seiten, wo man sich anmelden kann. Meine Frau ist beispielsweise Hochschulprofessorin und die hat eben einen Unlimited Zoom-Account über die Hochschule, wo sie ihre Studierenden gerade auch virtuell prüft. Also deswegen hier nochmal mit dabei. Vielleicht nochmal, bevor wir auch idealerweise die Zeit nicht reißen, nochmal eben ein paar Inspirationen zum Schluss. Du hattest, lieber Markus, vorhin, um das auch aufzugreifen, gesagt, das Thema Smalltalk. Die Erfahrung, die wir unter anderem bei Coca-Cola auch gesammelt haben, ist, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also ich bin ein großer Freund von einem sehr, sehr strukturierten Meetingformat. Also wir haben bei Coca-Cola jeden Morgen Vertriebsmeeting gemacht, in den Ballungsgebieten das Ganze entsprechend persönlich, in den Landgebieten auch schon entsprechend virtuell. Und da haben wir es immer so gemacht, dass wir persönlich eine halbe Stunde vorher den Raum aufgemacht haben, virtuell eben auch Viertelstunde, 20 Minuten, dass wir sagen, da können die Leute sprechen. Punkt zur vereinbarten Zeit haben wir losgelegt und dann gab es ein sehr klares, strukturiertes Meeting-Design und nach 25 Minuten war wirklich Schluss. Und da auch so konsequent, dass wir gesagt haben, wer zur Minute nicht drin war im persönlichen Meeting, da wurde der Raum abgeschlossen. Also das heißt, wir haben das sehr konsequent gemacht und da stand sogar mal der Europachef von Coca-Cola auf der falschen Seite der Tür. Also und den haben wir auch nicht reingelassen. Also deswegen hier glaube ich, man kann beides kombinieren. Und einfach ganz, ganz wichtig, vielleicht auch nochmal so aus der eigenen persönlichen Erfahrung. Also für meine Frau und mich ist Homeoffice was ganz Neues. Also wir machen es seit 25 Jahren. Also seit die Tochter irgendwo auf dem Weg war. Also deswegen ist es für uns nichts Neues. Aber vielleicht auch nochmal für diejenigen, die vielleicht gerade noch kleine Kinder haben, vielleicht den einen oder anderen persönlichen Erfahrungswert. Die kam ja vorhin auch als Kommentar zu sagen, was mache ich denn, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe? Also unsere Erfahrung war, dass natürlich ab einem gewissen Alter unsere Tochter schon verstanden hat, wenn wir gesagt haben, wenn Nina ankam, du Nina, jetzt ist Papa oder Mama Arbeitenzeit und jetzt, wenn die Bude brennt und du dir wehgetan hast, selbstverständlich sind wir immer für dich da, aber jetzt ist Tür zu und jetzt musst du dich selber beschäftigen. Und dann, wenn die Zeit vorbei war, haben wir gesagt, so jetzt ist aber dann noch 100% Mama oder Papa und Nina Zeit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir sind nicht multitaskingfähig, also zumindest meine Frau und ich haben das nicht geschafft. Und ein Ansatzpunkt, der eben im Sinne von denjenigen, die Kinder zu Hause haben, das war was uns ganz gut entsprechend geholfen hat. Ja, für alle, die nochmal im Nachgang die Tool-Tipps, die entsprechenden Links von mir haben wollen, ich schreibe hier gerne nochmal meine E-Mail-Adresse rein, einfach eine E-Mail-Adresse. Ich baller sie dann hinterher auch nicht mit irgendwelchen Mails zu, also von der Seite, wenn Sie wollen, gerne in diesem Sinne. In diesem Sinne bin ich nicht am Ende meines Lateins, aber am Ende der versprochenen Zeit. Bei mir ist es 16 Uhr und damit übergebe ich wieder an den lieben Markus Jotzow.